Liebe Eltern, sehr verehrte Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, mein Name ist Christoph Fecker und ich darf Sie im Namen von der Lagerleitung und von allen Teilnehmenden ganz herzlich zum heutigen Abschlusskonzert hier in der wirklich sehr, sehr schön gefüllten Raiffeisen Arena in Zegedorf begrüßen. Einen speziellen Gruß richte ich an Andreas Heller, Gemeindepräsident von Hegedorf. Seitens vom Musikverband hier ist der Markus Koch, Vorstandsmitglied vom Blasmusikverband Thalgäu-Altengösgen. Ebenfalls unter uns ist der Stefan Frey, Musikschulleiter von der Musikschule Untergäu und Lydia Stöckli, Musikschulleiterin von der Musikschule Murgedal. Ein herzlicher Gruß geht auch an Roger Stöckli von Edemannsdorf, wo unser Jubiläumskonzert auf, oder wo unser Konzert, wie das Jubiläumskonzert letztes Jahr schon, aufnimmt. Wer das Konzert also zweimal geniessen will, oder für alle, die heute vielleicht nicht hier sein können, gibt es die Möglichkeit, das Konzert nachher später auch noch in der eigenen Stube zu hören und zu schauen. Den entsprechenden Link werden wir auf unserer Webseite musiklager-kisi.ch aufschalten. Wer mehr zum Roger Stöckli erfahren will, er hat auch eine Webseite, wo er seine Dienstleistungen rund um Film- und Videoproduktionen vorstellt. Besucht doch auch rsfilm.ch. Dir, Roger, besten Dank. Eröffnet hat das heutige Konzert unsere Lagerband unter der Leitung von Oliver Waldmann mit dem Stück Space Adventure von Wilco Mührmann. Wir haben auch dieses Jahr auf das bewährte Konzept von unseren vier Formationen
haben wir beibehalten. So haben die Jüngsten in der Beginnerband unter Leitung von Andreas Moser musiziert, die etwas Älteren in der Konzertband unter der Leitung von Oliver Waldmann, unsere Schlagzeuger zusätzlich im Perkussionsensemble unter der Leitung von Fabian Gabertil und alle Teilnehmenden und Leiter zusammen in dieser Formation, die ihr jetzt gerade gehört habt, in der Lagerband. Wie jedes Jahr haben wir auch dieses Jahr die Noten von den Stücken, die ihr heute gehört, am letzten Samstag erst verteilt, wo wir ins Lager eingerückt sind. Die jungen Leute haben also das ganze Konzertprogramm, das heute zu Abend vorgetragen wird, in einer einzigen Woche erarbeitet. Unsere Jungs und Mädels haben übrigens ein tiefes Durchschnittsalter von gerade mal 13,5 Jahren. Es ist darum auch für uns Leiter einfach bewundernswert, was die jungen Leute diese Woche geleistet haben. Überzeugt euch doch heute oben gerade selber von dieser beeindruckenden Meisterleistung. Es geht jetzt nämlich weiter mit Musik. Die gehören nochmal unsere Lagerband, bevor es dann mit der Beginnerband und der Konzertband weitergeht. Das Mal stehen wir unter der Leitung von Andreas Moser. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Welthit Shallow von der Lady Gaga und allen weiteren Vorträgen vom heutigen Abschlusskonzert. Thank you.
Herzlich willkommen zum 31. Krisi-Konzert. Die Beginnerband freut sich, dass ihr alle gekommen seid. Wir haben jetzt gerade den Red Rock Marsch gespielt, auf Deutsch übersetzt der rote Rock Marsch. In der Beginnersband sind wir 20 Kinder, 3 Registerleiter und der Dirigent Andreas Moser. Wir spielen als nächstes Stück vom Early Morning Blues. Der Komponist heisst Thomas Buss. Auf Deutsch heisst das früh am Morgen. Dann haben wir am Morgensport gehabt. Viel Glück beim Zuhören. Oh,
Das Lied, das ihr gerade gehört habt, ist von Mary Poppins und heisst Super Cali Fragilistic Expialidocious. Aber ich kann es auch schneller. Super Cali Fragilistic Expialidocious. Danke für den Applaus. Jetzt spielen wir das letzte Stück. Let's twist again. Wenn Sie noch genug klatschen, bekommen Sie noch ein Geschenk von uns über. Viel Spass beim Zuhören. Merci viel für den Applaus. Wir spielen jetzt noch ein Stück. Wir spielen als Zugabstück die Muppenshow. Das heisst auf Deutsch die Puppenshow. Der Jim Henson hat das Lied komponiert. Es ist eine Seite lang, hat eine Wiederholung und hat 47 Takte. Ich sage euch jetzt, wie die Puppen heissen. Der Frosch heisst Kermit, der Bär heisst Fossi und Säuli heisst Miss Piggy. Viel Vergnügen bei unserer Zugabe. Thank you.
Hallo und herzlich willkommen nochmal zu diesem 31. Musiklager Kisi. Das Lied, das ihr gerade gehört habt, heisst «Salut vom Luzern», arrangiert von Christoph Walter. Ich erzähle euch jetzt von unserem Musikalltag. Wir haben diese Woche jeden Tag Minimum 7 Stunden geprobt, außer am Dienstag. Zu diesen 7 Stunden zählen Register- und Lagerbandproben. Natürlich zählen auch Konzertband- und Beginnerbandproben dazu. Wir in der Konzertband sind 49 Musikanten mit sehr viel Freude an der Musik. Dass wir so viele Proben haben können aushalten, verdanken wir auch unserem Küchenteam, das uns immer leckere Kuchen und Früchte parat gemacht hat. Das nächste Lied heisst Gabriela's Song und ist komponiert von Steffen Nielsen. Ich wünsche euch noch ganz viel Spass beim Konzert.
Wie vorher schon gesagt worden ist, haben wir am Tag bis zu 7 Stunden geprobt. Aber natürlich können wir nicht nur Musik machen, sondern brauchen auch mal eine Pause. Darum haben wir am Dienstag einen musikfreien Tag gehabt, wo wir eine Wanderung gemacht haben. Weil die so kurz war, sind wir pünktlich auf das Mittag wieder im Lagerhaus gewesen. Nach dem Essen konnte nach 2 Jahren endlich wieder mal ein Fußballturnier durchgeführt werden. Auch das Jahr wollte die Leiter uns zeigen, dass sie besser spielen können als wir. Das hat aber wieder mal nicht ganz funktioniert. Sie haben im Finale verloren. Zusätzlich zum Turnier hat es einen Spielnachmittag gegeben, wo die Teilnehmer mehr oder weniger motiviert mitgemacht haben. Sportlich waren wir aber auch in der Pause. Die einen haben sich auf den Kuchen gestürzt und die anderen haben Fußball gespielt. Auch beim Morgensport haben wir uns bei Spielen wie Hetzis oder Sitzball bewegt. Als nächstes spielen wir in Oregon von Jakob de Haan. Anschließend gibt es eine 20-minütige Pause mit einer kleinen Festwirtschaft im Eingangsbereich. Viel Vergnügen!
Herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem heutigen Abend. Unser Schlagzeugensemble spielt euch jetzt Despacito vor von Luis Fonsi, arrangiert von Gobi Kehrli. Viel Spass!
Konzertband hat euch nach der Pause mit dem fetzigen Stück Straight Feet vom Timo Kras begrüßt. Wir sind auch dieses Jahr dankbar, wie das Musiklager Kisi finanziell und materiell unterstützt wird. Eine so grosse Unterstützung ist nicht selbstverständlich. Durch das können wir unserem Grundgedanken, Teilnehmerbeiträge können tief zu behalten, gerecht werden. Es ist uns wichtig, dass möglichst viele Kinder im Musiklager Kisi teilnehmen können. An dieser Stelle ein ganz grosses Danke am Leiterteam, das alle Jahre auf Sponsorensuche geht. Unsere Gönner und Sponsoren decken etwa 2/3 der Lagerkosten ab. Ohne diese Beiträge wäre so ein Lager mit 70 Personen nicht möglich. Es ist uns ein grosses Anliegen, unseren Sponsoren zu danken und bitten am Schluss um einen Applaus. Wir sagen dieses Jahr danke unseren T-Shirt-Sponsoren, der Fluri Mahler GmbH von Hegendorf und der Glor Transporte AG von Zofingen. Weiter sagen wir danke unseren Co-Sponsoren, der Musikgesellschaft Gunzke, der Musikgesellschaft Herchingen, der Musikgesellschaft Hegendorf-Rickenbach, der Musikgesellschaft Frohsinn-Neuendorf, am Musikverein Rotrist, der Brassband Kapu, am Peter Hauser GmbH, am Gasthof Teufelsschlucht, der Arek.ch AG, der Häuslernest AG, Murbach Musik und der Franken Stiftung. Auch dieses Jahr wird unser Lager vom Fonds So Kultur Kanton Solothurn und von der nationalen Organisation Jugend und Musik unterstützt. Merci sagen wir auch unseren zahlreichen Gönner von kleineren und grösseren Beiträgen danken und den vielen Materialspendern. An Beat Bühler für den Transport des Küchenmaterial und allen Helfern, die uns hier heute Abend am Abschlusskonzert helfen. Der Einwohnergemeinde Hegendorf, ein ganz grosses Danke, dass wir die Raiffeisen Arena auch dieses Jahr wieder kostenlos nutzen dürfen. Ich denke, all diesen Sponsoren dürfen wir einen ganz grossen Applaus geben. Damit wir weitere tolle Musikwochen organisieren können und sind wir weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Aus diesem Grund erlauben wir uns, auch dieses Jahr am Ende des Konzerts eine Kollekte einzuziehen. Wir danken euch jetzt schon herzlich für eure Spende. Weiter geht es jetzt aber mit Musik, mit bekannten Melodien von Tom Jones. Wir wünschen euch viel Vergnügen.
Nach dem Fußballturnier und dem Spielnachmittag hat uns der Michi versprochen, dass es warmes Birkenmüsli zum Znacht gibt. Trotzdem hat es Fondue Chinoise gegeben, wo wir sagenhafte 27,5 kg Pommes frites, 8 Liter Soße und 20 kg Fleisch gegessen haben. Komischerweise hat es am nächsten Morgen doch noch ein Birkenmüsli gegeben. Es hat ziemlich alles zum Essen gegeben. Von den Teigwaren bis zu den Fotzuschnittenen. Von denen sind bis zu 10 Stück pro Person gegessen worden. Es hat natürlich auch jedes Jahr ein Scoop Essen gegeben. Natürlich auch das Erdbeerschluder, was am unbeliebtesten war. Trotzdem haben es 2 bis 3 Personen genommen, wegen Namen oder auch einfach, weil es fein ist. Jedenfalls haben die beiden Köchinnen sehr viel zu tun gehabt bei uns. Sie sind manchmal fast gar nicht mehr nachgekommen. Leider hat der Willi, ehemaliger Koch vom Kisi Altersalber, das Lager verloren. Wir spielen als nächstes in der Lagerbandformation das Stück Michael Jackson Hitmix, dirigiert von Andreas Moser.
Ja, liebe Konzertbesucherinnen, liebe Konzertbesucher, wir haben einmal mehr das Zweisimmen eine super Lagerwoche dürfen erleben. Ich habe mich dabei auf ein bewährtes und langjähriges Leitungsteam dürfen verlassen. Ich möchte euch kurz unsere Registerleiterinnen und Registerleiter vorstellen und mich bei ihnen für den unentgeltlichen Einsatz vor und im Lager herzlich bedanken. Wie jedes Jahr verzichten wir auch dieses Jahr auf gegenseitige Geschenke, weil wir der Meinung sind, dass die Sponsoringgelder vollumfänglich ins Lager fließen und nicht zurück zu den Leitern. Ich fange mit den Registerleitenden für Holzblasinstrumente an. Es sind das Rahel von Arx für Querflöte, der Michael Röteli für Klarinett, Ursula Hofer für Saxophon und Lukas Bossart für Parisax und Tuba. Unsere Registerleitenden für Blechblasinstrumente, für Trompeten und Kornett, der Jan Bütiker, für SH und Anita Lack, für Posaune Lisa Lack und für Euphonium Bariton der Peter Weiss. Fehlen noch unsere Registerleiter für Perkussion, sei das der Dominik Weiss und der Cyril Marpet. Wir waren zwar nicht mehr gezwungen, ein seitenlanges Corona-Schutzkonzept zu erstellen, dennoch haben wir viel Wert darauf gelegt, dass insbesondere die oft berührten Stellen im Lagerhaus mehrmals täglich geputzt und desinfiziert werden. Nicole hat das alles im Griff gehabt. Nicole Kiesling, danke vielmals. Ganz grossen und vor allem ganz wichtigen Job bei der Lagerleitung hat Nicole Waldmann. Sie ist stellvertretende Lagerleiterin, verantwortlich für das Sponsoring und auch noch Registerleiterin für Klarinett. Nicole unterstützt mich in der Vorbereitungszeit immer enorm. Merci vielmals für deine grosse Hilfe, Nicole. Wenn man so viel Musik macht, hat man auch grossen Hunger. Wir sind auch dieses Jahr wieder vom Morgen früh bis zu Abend spät verwöhnt worden. Immer feines Essen, selber gemachte Zvieris und Dessert und literweise Tee. Und dann natürlich wieder unser Highlight oben mit dem Fondue Chinoise, kann ich sagen, einfach grandios. Im Namen von allen Teilnehmenden und dem Leitungsteam danke ich Monika Flückiger und ihrem neuen Kochungsspändli, der Larissa Kromer, für ihren grossen Einsatz. Die Larissa kann heute oben leider nicht am Konzert anwesend sein, Monika ist aber da und auch heute oben wieder voll im Einsatz. Monika, Larissa, danke vielmals. In einem Musiklager sind die drei wichtigsten Personen unsere drei Dirigenten. Kommen wir doch bitte geschwind führen. Wir haben das grosse Glück, mit dem Oliver Waldmann, dem Andreas Moser und dem Fabian Gabertil drei Top-Dirigenten und Musiklehrer im Leitungsteam zu haben.
ihre grosse Erfahrung im Umgang mit den jungen Musikantinnen und Musikanten ist Gold wert. Alle drei sind schon manches Jahr für, in unserem Lager für das Musikalische zuständig. Und wissen darum ganz genau, was es braucht, um so ein ganzes Konzertprogramm in einer Woche einzustudieren. Wir sind einfach froh und dankbar, haben wir mit dem Oliver, mit dem Andreas und dem Fabian drei Dirigenten, die menschlich und fachlich einfach top sind. Oliver, Andreas, Fabian, wir danken euch im Namen von allen Teilnehmenden und dem Leitungsteam für euren super Einsatz. Ich habe ihn nicht vergessen. Einer Person ist bis jetzt noch nicht gedankt worden, und zwar unserem Registerleiter für das kleine Blech und dem Kiesilager Urgestein, dem Migen Stauder. Der Migen darf ein spezielles Jubiläum feiern. Er ist nämlich zum 25. Mal im Kiesilager dabei. Bei einem so einem speziellen Jubiläum packe ich natürlich die Chance beim Schopf und drehe den Spiess mal um. Nicht der Migen stellt heute zu oben mal die Fragen, sondern wir wollen etwas vom Migen wissen. Komm doch schnell dafür. Migen, du bist im Oktober 1996 als 14-Jähriger zum ersten Mal im Kiesilager dabei gewesen. An was magst du dich noch erinnern an den ersten Lager als Teilnehmer? Es ist lange her. Ich war kleiner, ich war dünner. Ich weiß gar nicht mehr. Es ist, mal mit dem Herrn Kieslig bin ich damals, mit dem Herrn Kieslig mit seinem roten Ford dort auf zwei Simmerruhe gefahren. Und fast wäre es so weit gesehen, als ich müsse springen. Das ist mir in Erinnerung geblieben, weil es mir einfach affen schlecht gesehen, wie der dort durchgefahren ist. Seit 20 Jahren bist du jetzt im Leiterteam eine wichtige Stütze und zuständig für das grösste Register, nämlich dieses Jahr zum Beispiel für 15 Trompeten und Kornett. Du leitest jeweils aber auch die Halb-Halb-Probe, das heisst die vom Blech, wenn zum Beispiel der Oliver mit dem Holz probet. Was sind musikalisch gesehen, aber die Herausforderungen? Und was macht dir am meisten Spass? Spass macht mir alles. Die Herausforderung ist sicher immer am Anfang, wenn man aber nicht weiss, so von klein bis gross. Wenn man schaut, man hat von ganz kleinen bis ganz grossen alles dabei. Und dort habe ich aber schon ein bisschen Bammel. Habe ich es richtig eingedreht? Kommt es gut? Haben wir alles angeschrieben? Aber am Schluss ist es immer das Gleiche. Sie spielen alles richtig und die drücken alles falsch. Ich habe mal ausgerechnet, wir haben zusammen schon 175 Tage im Kiesilager verbracht. Also fast ein halbes Jahr ununterbrochen, wenn man es aneinander drehen würde. Was waren die Highlights in all diesen Jahren? Es gäbe jetzt hier verschiedene Varianten, die ich sagen könnte. Nein, sicher, die vielen Stunden, wahrscheinlich haben wir auch gerade so viel, wenn man das Musik machen würde, abziehen, haben wir auch den Rest von dieser Zeit gelacht oder irgendein Zeichen erzählt und es lustig gehabt miteinander. Einfach da die Kollegialität untereinander, auch mit dir. Ja, einfach die schöne Zeit, die man dort im Zweisimmer hat. Die Zeit geht immer im Flug und das ist immer das Schönste. Und ich habe das nicht speziell etwas, es ist einfach Zeit mit allen zusammen. Das ist, glaube ich, das. Es ist genau das, was ich mir auch aufgeschrieben habe jetzt, nämlich wir haben es so manchmal miteinander lustig gehabt, das ist unglaublich. Und wir können sagen, das Lager wäre ohne dich nicht das gleiche Lager. Wir gratulieren dir ganz, ganz herzlich zu diesem Jubiläum und danke für alles, was du in den letzten 25 Jahren für uns gemacht hast. Danke vielmals, Migen.
Wir haben aber auch ein grosses Bedürfnis, euch Teilnehmenden ganz herzlich zu danken für alles, was ihr diese Woche geleistet habt. Wir haben es super gehabt. Ihr habt wahnsinnig konzentriert und diszipliniert mitgeschafft, in den Proben vor allem. Wir haben bis zu 7-8 Stunden pro Tag probiert und ihr habt auch dann immer noch das Beste gegeben. Für mich ist jedes Jahr wieder erstaunlich, was ihr leistet in einer solchen Woche und heute oben am Abschlusskonzert die Höchstleistung, die ihr hier bringt. Wir möchten uns ganz herzlich für euren Einsatz bedanken und sind stolz auf euch und hoffen, dass ihr auch nächstes Jahr wieder dabei. Bravo. Es gibt, wie gesagt, auch nächstes Jahr wieder ein Kisi-Lager. Es findet dann wieder in der ersten Herbstferienwoche vom 30. September bis zum 6. Oktober statt. Ein bisschen wehmütig macht uns, dass wir das erste Mal in der 31-jährigen Lagergeschichte nicht auf Zweisimmer gehen können. Das Lagerhaus Zweisimmer ist zum Verkauf ausgeschrieben. Niemand kann sagen, wie es mit dem Haus weitergeht. Und einen Mietvertrag könnten wir einfach nicht früh genug unterschreiben. Es ist alles zu unsicher und darum mussten wir rechtzeitig für ein anderes Haus umschauen. Wir haben mit dem Lagerhaus Selavi im Hasliberg eine ideale Örtlichkeit gefunden und wir freuen uns jetzt schon auf die neue Umgebung. Infos werden laufend auf unserer Lager-Webseite aufgeschaltet. Zum Schluss vom offiziellen Teil gehört ihr nochmal die Lagerband unter der Leitung von Oliver Waldmann mit Rosamunde, arrangiert von Kurt Gäble. Es bleibt mir noch Ihnen, liebe Eltern, für euch ein Vertrauen zu danken. Wir achten es nicht als selbstverständlich, dass ihr uns, eure Kinder, für eine Woche anvertraut. Euch, liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher, danken wir herzlich fürs Erscheinen. Es hat Spass gemacht, vor einem so tollen Publikum dürfen, Musik zu machen. Es würde mich freuen, Sie bei einer anderen Gelegenheit wieder begrüßen zu dürfen, allenfalls beim nächsten Abschlusskonzert vom Musiklager Kisi. Auf Wiedersehen, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.